Und in einem solchen Erarbeitungsprozess kommt es immer, bei jedem Bericht, das ist völlig normal, zu Überarbeitungen und zu Korrekturen. Zum Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung. Ich zitiere mal die Ministerin Nahles. Transparenz war mir bei der Erarbeitung des Armuts- und Reichtumsberichtes ein besonderes Anliegen. Frau Stelten, wer hat was aus dem Bericht gestrichen? Wir befinden uns in einer regierungsinternen Abstimmung. Änderungen sind da nichts Ungewöhnliches. Das ändert nichts daran, dass dies für uns der Start einer Debatte ist, die wir führen wollen. Und im Übrigen ist Transparenz uns, war uns zu Beginn der Erstellung des Berichts und ist uns nach wie vor ein ganz wichtiges Anliegen dabei. Und deswegen sind auch alle Studien und die Daten, auch die Studie, über die die SZ berichtet hatte, weiter vollständig bei uns auf der Webseite einsehbar. Können Sie verraten, wie in der zweiten Fassung, die der SZ und der Öffentlichkeit jetzt vorliegt, im Vergleich zur ersten, Statements wie die Warnung vor der Krise der Repräsentation fehlen, warum, Zitat, Personen mit geringerem Einkommen verzichten auf politische Partizipation, weil sie Erfahrungen machen, dass sich die Politik in ihren Entscheidungen weniger an ihnen orientiert fehlen, warum Hinweise auf den Einfluss von Interessenvertretung und Lobbyarbeit fehlen und warum Sätze wie die Wahrscheinlichkeit für eine Politikveränderung ist wesentlich höher, wenn diese Politikveränderung von einer großen Anzahl von Menschen mit höherem Einkommen unterstützt wird. Warum fehlt das? Und Herr Seibert, können Sie sich das erklären? Wie gesagt, kann ich das im Detail so nicht kommentieren und auch nicht nachvollziehen. Wie gesagt, es ist eine regierungsinterne Abstimmung, sodass ich dazu nichts sagen kann. Ich habe dazu auch nicht sehr viel mehr zu sagen. Wir sind im ersten Entwurf eines solchen Armuts- und Reichtumsberichts, übrigens der erste einer Bundesregierung, der beides betrachtet. Wir sind in der ersten Runde der Ressortabstimmung. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat sich vorgenommen, ein besonders transparentes Verfahren durchzuführen, mit dem Ziel, also gerade diesen Erarbeitungsprozess auch offenzulegen. Und in einem solchen Erarbeitungsprozess kommt es immer, bei jedem Bericht, das ist völlig normal, zu Überarbeitungen und zu Korrekturen. Zu bewerten ist der Bericht am Ende, wenn er der Öffentlichkeit vorgestellt wird. Ich halte das für den üblichen und vorgeschriebenen Weg einer Ressortbeteiligung und möchte da jetzt keine Details diskutieren darüber. Eine Nachfrage. Die SPD-Parteiführung hat gestern mitgeteilt per Twitter, ich zitiere, nicht die Bundesregierung will im Armutsbericht etwas verbergen, wir haben geliefert, der schwarze Teil des Kabinetts hat gestrichen. Haben Sie dazu ein Statement, Herr Seibert? Nein, weil es am Ende bei einem Bericht, der in der Ressortabstimmung geht, immer darum geht, dass alle Ressorts sich beteiligen können. Selbstverständlich auch das Bundeskanzleramt, das am Abstimmungsprozess beteiligt ist. Das ist der übliche, der vorgeschriebene und ganz normale Beteiligungsprozess. Und dazu gehört übrigens auch, dass Verbände und Fachleute Anregungen und Kritik am Bericht einbringen können. Money, money, I want more money. I don't even know why. I know a lot of people want to send blankets or water. Just send your cash.